Erstmal kommt Lehrling und dann kommt Geselle. Ja, ist das so? Ja. Haben wir Gefälle? Ja, selbstverständlich. Wir sind ein Genie. Ja, schön drauf kotzen. Oh. So, was steht heute an? Man ziehen wir die Rinne. Werkzeug schon haben wir ja hochgebaut. Das erste, was wir machen, ist zwei Mulleisen anzeichnen. Halt, da sind hier zwei Eisen. Ja. Ich hier dein Eisen, schaffst schön rein und guckst, ob das gerade anliegt. Nimmst du dein Bleistift und machst hier einen Strich. Das ist dein Nulleisen. Okay. Machst du zweimal. Warum zweimal? Weil du auf der einen Seite dein Gefälle einzeichnen musst und auf der anderen Seite dein Nulleisen brauchst. Okay, achso, das sind die Eingangsstützen, ne? Genau. Direkt einen mitnehmen. Das sind die Köpfe. Genau. Einen rechten, einen linken. Genau. So, jawohl. Ja. Gehen wir erstmal auf der anderen Seite die Sachen vom Aufzug holen. Schließen. Ja. Aber das muss ich dir ja nicht mehr erzählen. Nee. Lange dabei. Wie viele? 18 Stück. Ich glaube schon noch 16, weil wir haben ja 2 Nulleisen angefangen. Wie viel kannst du noch? Live. Immer weniger hier. Dann laufe ich übers Dach, ja? Nee. Schon mal gut angefangen. Kannst du schon mal verteilen, auf jeden Sparren eine legen. So? Ja, kannst du hinlegen. Das sind noch zu viele Eisen. Das sind noch zu viele Eisen. Sehen, dann musst du immer gucken, wo unten dein Fallrohr ist. Dann guckst du, wie viele Meter das sind. Rechnest dein Gefälle aus. Schon gemacht. Soll ich messen? Das sind 3 cm. 3, 4, 6. 6,30 Meter? Hast du gut gemessen. Was ist denn hier passiert? Das müssen wir aufschneiden wegen der Markise. Wir sind nicht mehr angekommen. Ich biege jetzt das Nulleisen. Biegen wir grob vor. Achso, grob. Ja. 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 Hoch hier, ne? Nicht so rein. So, dann nimmst du eine Wasserwaage und dann kannst du das hier an deinem Nullpunkt anhalten. Haben sie ja fast richtig gekantet, ne? Ja. Dann auch mal drauf, ne? Passt das schon? Ja. Ist schon okay. Und hier gehst du immer auch fingerbreit. So, besser. Danke, Aaron. Bitte. Hier machst du auch immer fingerbreit Abstand. Ja, warum? Warum? Kannst du mir bitte den Abschrauber und die Schrauben? Diese. Diese Schrauben bleibt. Ich hab jetzt hier nicht unbedingt einen Sparren. Ja. Wird aber halten, ne? Das wird halten. Warum muss da ein Abstand sein? Damit das passt nachher, damit wir nicht irgendwann nachher am... Wenn die ein bisschen schief läuft, oder wie? Genau, wenn da jetzt ein Buckel ist. Ja. Kommst du in der Mitte, hast ja schon verkackt. Okay. Jetzt haben wir hier das Eisen mit dem gezeichneten Gefälle. Das biegen wir natürlich auf dasselbe Niveau. Wie viele Gefälle haben Sie jetzt gemacht? 2 cm. Wie viele Gefälle macht man denn normalerweise? Also wie viele Gefälle jetzt? Ey, guck mal, ist genau 2 Löcher. Und genau da? Nein. 2 Pappstifte. Ey, Junge, Junge, Junge. Haben Sie eine neue Hose oder was? Geil, ne? Ja, cool. Der Chef hat einen springen lassen. Geil. Ja. Und ich? Ja, du musst erstmal deine Ausbildung schaffen und dann erstmal Geselle werden. Ne? Erstmal Lehrling werden, oder? Ja, erstmal Lehrling, klar. Okay. Erstmal kommt Lehrling und dann kommt Geselle. Ja? Ist das so? Ja. Ich wusste es jetzt nicht. Ja, doch. Ah, die Diele ist schon hier kriminell, oder? So, hier hast du einen Punkt, ne? Das ist dein Wasserlauf. Den nimmst du im besten Fall auch immer an. Ja. Nein, dann tust du die schön auf Spannung. Ist das schon auf Spannung? Ach, so, dann knotest du die hier ein paar Mal rum. So, also oben drauf. Genau. Jetzt müssen wir prüfen. Wir haben natürlich auch vorher geprüft, ob unsere Tauchbohle ja. in Waage liegt. Ja. Ne? Und auch wäre cool, wenn du nicht die Schnur berührst. Ja. So, dann gehst du hier hin, hältst das an deinem Schnürchen an, guckst. Gefälle. Haben wir Gefälle? Ja, selbstverständlich. Wir sind ja ein Genie. Gehen wir hin, zeichnen die an und du kannst die biegen. Nee, das ist hässlich, weil da kommt der... Lass mir weg, weil da kommt der Eingangsstutzen. So, und jetzt gehst du hin, guckst du wieder, dass die mittlere Schnur in deinem Wasserlauf ist, obere Schnur an der Kante. Ja. Und dann, wenn du so einen coolen Bleistift hast, ja. hältst du so und neigst den ein bisschen, damit du die Stärke vom Bleistift noch dabei hast. Okay. Du kannst den direkt biegen. Geh rum. Nicht an die Schnur kommen. Also ist falsch, ne? Denk mal logisch nach. Wo biegst du den jetzt hin? Wenn du da ist deine Biegestelle und wenn du den jetzt so biegst, wo würdest du den hinbiegen? Dahin. Ja, ist das richtig?
Ja, ist falsch. Ja, man kann. Achso, den Grineisenbiegger drehen. Stimmt, das hatte mir meine Mutter auch mal gezeigt. Meine Mutter. Alter. Okay. Und vielleicht nicht an die Schnur kommen, das wäre natürlich dann am besten. Achso, Entschuldigung. Hol doch! Oh, tut mir leid, ist ein bisschen eng hier. Gerade die Rinnhalsen biegen auch, ne? Wenn du das für dich selber machst, dann glaube ich auch gerade biegen. Und wenn du nochmal an die Schnur kommst, dann... Salah, oder was? So rum? Oh, ist das Reinzink, die Rinne, oder? Nein, Poesis. Poesis? Aber das stimmt denn hier nicht. Hast du am Rinnhalsenbieger gespielt? Nein. Stopp, stopp! Machen Sie das jetzt zum ersten Mal hier, oder was? Ja. Warum machen Sie das jetzt nochmal neu? Ja, weil bestimmt beim Anzeichnen... Bin ich schuld jetzt hier, oder was? Nee, das sage ich nicht. Errol, noch einmal. Ja, was kann ich denn dafür, wenn das hier so eng ist? So. Ich hab alle. Hallo. Darf man denn noch nachbiegen, oder? Ah, nee. Jetzt haben wir die Eisen montiert. Ja. Wenn wir die Schnur abmachen, dann geben die Köpfe einlöten von der Rinne. Ja. Das ist einmal links, einmal rechts. Links. Rechts. Weißt du, was die 333 heißt? Nein. Die Abwicklung. Zuschnitt oder wie? Abtropfen lassen. Den Kolben immer richtig einstellen. Beste Kolben, wo es gibt. So schön drauf rotzen. Oh. So, dann mache ich mir immer noch hier schön den Kopf grad. Zack. Willst du mal probieren zu löten, Errol? Guck erst mal zu. Lieber beim nächsten Mal, ne? Ja. Kein Bock auf Stress. Weil das ist auch eigentlich eine Arbeit, die könnte man alleine ausführen. Und da muss man sich auch zu helfen wissen. Aber wenn du schon mal stehst, dann kannst du natürlich ein bisschen mithalten. Ich ignoriere es jetzt einfach. Ja, ich wollte nichts sagen. Weil ich ja jetzt da nicht hinkomme. Kann ich nicht einfach so einen Streifen machen? Nee, Jung. Hast du das bei deiner Mutter auch noch nie gemacht? Nee, sie hat das immer gemacht. Ich war meistens im Büro. So, was hast du da gemacht? Studiert. Was hast du denn studiert? BWL. Ah. Ich will BWLer werden. Was machst du dann noch hier auf dem Dach? Wollte einen Handwerksberuf erlernen. Gehst du hin? Fängst du immer da an, wo dein Ablauf ist? Hier gehst du hin. Das ist deine Rinne. So, jetzt machen wir hier. Guckst du, dass das... gegen die Schenkel kommst. Ja. Zeichnet deinen Ablauf ein. Kannst du mir die Flex mal reichen, Errol? Und zwei Zinkschenkel. Oh, du kannst ja schon werfen. So, dann hängen wir uns den ein. Ja. Zeichnen wir uns den an, wo der liegt. Und bleiben dann von der Linie circa 3 cm weg. Also oval schneiden? Genau. Und dann schneiden wir den aus. So, dann näherst du dich langsam an deine Linie an. Okay. Dass das halbwegs gerade geschnitten ist. Bitte hier weg, sonst kniest du dich da noch rein. Mhm. Und bleibst am Pullover hängen. Als Kette dann. So. Guckst du so, dass deine Faust ungefähr da reinpasst, ne? Was ist das denn für eine Faust? Vom Hulk oder was? Ha. Da passen ja Bälle rein. Wenn Kinder hier spielen, zack. Ja. Aber so wird das gemacht. Hallo. So, jetzt hängen wir die ein. Machst du so? Ja. Hängst du so ein? Ja. Und drehst die rein. Guckst du, kontrollierst du, weil es gibt auch Spezialisten, ne, die die Köpfe nicht einhängen. Soll ich mit dem Ortgang nochmal gucken? Ja. Und passt? Geh ruhig bis zum Schenkel, ja genau. Bisschen Luft lassen hier? Ja, lässt ein bisschen Luft wegen Ausdehnungsquotienten. Ja. Ne? Okay. Weil die Rinne arbeitet ja und dann. Ausdehnungskonfizius oder? Genau, dann haut die den Ortgang vom Dach nachher noch und so. Das wollen wir nicht. So, das Ganze hier guckst du, dass die auch schön geschlossen sind. Ja, okay. Und drückst das runter. Okay. Einhangschutz und Einhängen? Ja, bitte. Das musst du immer machen, bevor du das Draufblech. Ja. Sonst hast du verkackt. Da an der Linie dann, ne? Genau. Errol. Wie viel Überdeckung? 2 cm. Ungefähr so, ja? Okay. So, hier wieder das gleiche Spiel. Guckst du, dass die Köpfe drin sind. Legst die Rinne runter. Hier musst du reingehen. Zack. So, jetzt wieder
Eisen für Eisen gucken, kontrollieren, schön runterdrücken, die zu sind. Ja. Aber wenn man die Eisen genau gekantet hat und an die Schnur angelegt hat, dann müsste das eigentlich genau passen. Das letzte Stück müssen wir bestimmt schneiden. Kontrollieren ebenfalls wieder mit dem Ortsgang. Ja. So. Ich hole schon mal die Flex. So, jetzt haben wir hier noch einen Lifehack. Der rollt. Ja. Wir haben jetzt hier unseren Abschnitt. Ich gehe mal hin und hänge mir da noch ein Rinneisen ein. Dann habe ich eine gerade Linie. Weil auf der Rundung kann man ja immer ein bisschen schwieriger anzeichnen. Dann habe ich einen geraden Schnitt. Und dann können wir das abschnägen. Natürlich mit Schutzbrille. Dann musst du das anständig entgraten. Aber die Schutzbrille haben sie ja sich gespart, ne? Nee, die hat schon an. Hast du nicht gesehen? Nee. So, dann hängen wir die ein. Genau dasselbe Spiel. So. So, jetzt guckst du, dass das hier kommst du zwei Drittel drauf und hier ein Drittel. Okay. Kann ich auch mal löten? Ja, wenn du möchtest. Kannst du das gerne machen. So, hier, ist klar. Soll ich löten? Ja. Traust du dir dazu? Ja. Ich bin ja nicht blöd. Das behauptet gar keiner, Errol. Gib her jetzt. Ich shoot dir mal. Und hat geklappt? Ich denke schon. Du kannst die Federn schon mal abschneiden, Errol. Feder? Ja. Was kommt jetzt? Jetzt häng die mal da ein. Ja. Nimm mir die Fessel. Mittels Hafter. Mittels Hafter. Zwei Stück, ne? Wie viele Hafter müssen wir setzen? Jeden Sparren? Ja, wir müssen jeden Sparren setzen. Wie viel überdecken? 8 bis 10. 8 bis 10. So. Was jetzt? Gehen wir auf die andere Seite. Gehen wir auf die andere Seite, okay. Danke, dass Sie es mir gezeigt haben. Ja, sehr gerne. Hast du gut gearbeitet. Danke. Dann sage ich dem Chef so weiter. Alles klar. Soll ich jetzt Feier machen, oder? Ja, du kannst jetzt nach Hause laufen. Ja, okay. Das ist gar kein Problem. Gut.